Ich habe für euch drei Frühlingstrends getestet und jetzt würde mich interessieren, was ihr von den Trends haltet. Der erste Trend ist Doll Blush oder Doll Skin. Es handelt sich alles um Pinktöne, Lilac-Töne, einfach, dass du ausschaust wie eine Puppe. Einmal haben wir das Produkt von Dear Dahlia, das habe ich auf Flaconi gekauft. Geht da einfach mit meinem Finger hinein, überall Stellen, wo ich will, dass mein Blush dann drauf kommt. Jetzt haben wir schon mal die Basis geschaffen und jetzt gehen wir zum MAC Blush. Und jetzt arbeiten wir in tuffenden Bewegungen über alles drüber. Den Blush nehmen wir dann auf den Finger und geben ein bisschen auf die Lippe. Finally nehme ich das Laura Mercier Highlighting Puder und gehe über alles drüber. Wie würdet ihr den Look rate? Ich würde dem Look eine 9 von 10 geben. Der nächste Look ist ein grafischer Liner mit einer Pastellfarbe. Und das versuchen wir jetzt nachzumachen. Ich verwende dafür 4X Matte Liquid Eyeliner in der Farbe Lilac Link. Ich weiß, Eyeliner ziehen ist echt immer sehr schwer, deswegen nimm dir einen Spiegel. Auge offen, zieh dir deine Linie. Und der halbe Job ist schon dann. Mit den Lashes finde ich das richtig cute, das Ganze. Ich persönlich würde dem Look eine 7 von 10 geben. Okay, wir kommen jetzt zum letzten Look. Vor dem Look habe ich am meisten Angst. Dünne Augenbrauen sind zurück. Ich weiß es, ich weiß es. Ich decke meine Augenbrauen mit einem Concealer ab. Natürlich könntet ihr sie auch rasieren, but I don't want to. Ich habe viele Augenbrauen, deswegen ist das Abdecken echt schwer, wenn man es nicht mit Kleber etc. macht. Jetzt kommt der Maybelline Builder Brow Stift, mit dem wir ganz dünn meine Augenbrauen zeichnen. Okay, die Augenbrauen sind fertig. Was halten wir davon? Ich kann dem echt nur eine 4 von 10 geben. Ist überhaupt nicht meines. Mir fehlen meine Augenbrauen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Inspirationen holen und viel Spaß beim Nachmachen.